In den immer herzloser werdenden Großstädten ist eine neue Generation von Reportern herangewachsen. Man nennt sie Stringer. Sie wollen also ein Stringer werden? Ja. Wirklich kluger Junge. Sie sind immer auf der Jagd nach den heißesten Stories. Je grausamer, desto besser. Es läuft immer nach demselben Schema. Hinfahren, filmen und dann herbringen. Man muss knallhart sein. Sie sind Zeugen größter Tragödien. Kann ich nicht gebrauchen. Einfach nur draufhalten und filmen. Ist das so schwer? Für so etwas sollte ich mich nicht hergeben. Das wäre schade. Du könntest nämlich ganz groß rauskommen. Ein Stringer kommt immer an sein Material. Egal auf welchem Weg. Ja, also immer schön draufhalten. Ja, gefällt mir. Sie kriegen $100 und da schreiben Sie die Quittung. Kein Gefühl. Kein Mitleid. Das ist seine Devise. Halten Sie die verdammte Kamera ab! Liefern Sie gutes Material, dann werden Sie überall in Amerika gesendet und machen sich einen Namen. Ein Stringer lebt vom Leid der anderen. Schalten Sie die verdammte Kamera ab! Doch der Preis, den er dafür zahlt, kann sehr hoch sein. Du hast den Tod meiner besten Freundin gefilmt? Wir können doch in Ruhe über alles reden. Ich will dich nie wiedersehen, du bist völlig durchgedreht. Nicht ich bin durchgedreht, sondern die Welt ist es. Ich bin nur Beobachter. Film ist dir nicht gestattet. Ich bin nur ein Beobachter. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich will das für andere. Wieso Beobachter? Genau das wollen die Leute sehen. Da steckt das große Geld drin. Keine Angst ist fürs Fernsehen. Stringer. Duell mit dem Tod.